Ja, recht herzlich willkommen zurück, liebe Abzockerinnen und Abzocker. Wir sind wieder da zur 47. Folge unseres Elex 2 Let's Plays hier unterwegs mit dem Fox. Und wir suchen hier diese Kreaturenfänger von der Venya aus dem Morkon, aus der Morkon-Grotte. Die Quest ist allerdings nicht aktiviert, seltsamerweise. Okay. Wo haben wir es denn? Hier. Na, zeig mal an. Hier liegen noch einige Minen rum. Sollten wir jetzt lieber nicht reinlatschen. Nein, nein, nein. Nicht reinlatschen in die Minen. Ah. Ja, wir werden... Oh! Aua, sag mal, es tut doch weh! Haha! Alter! Ja, Fox! Hauptsache, du greifst nicht an, ne? So! Machen wir mal die Lampe aus. Ja, was ich gerade sagen wollte, wir werden in der Folge mal in die Bastion schauen, denke ich, und die Nesti mitnehmen. Der Typ ist ja jetzt relativ voll mit der Zuneigung, habe ich den Eindruck. Und wir sind ja jetzt dabei, für einige unsympathischere Fraktionen zu questen. Vielleicht gewinne ich da besser Ruf bei ihr als bei ihm, wobei ich natürlich trotzdem die guten Lösungen bevorzugen werde gegenüber den widerlichen, die der Nesti natürlich eher liegen würden. Aber gut, außerdem kann ich kaum erwarten, ich werde kurz den Falk mitnehmen und jedem neuen ein Fleisch geben. Und ja, ich glaube, es wird recht amüsant, wenn er der Nesti eins gibt. Oh Mann, die wird sich ja schwerst begeistert sein von seiner nächsten Liebe. Das wird vermutlich lustig. Außerdem können wir dem Adam jetzt getrost Meldung erstatten, dass wir uns bei den Fraktionen erkundigt haben über ihr Vorgehen, ihr geplantes bezüglich der außerirdischen Invasion. Ja. Und mal sehen, was wir sonst noch so tun. Naja, vielleicht auch noch den... Ach, das wäre eigentlich eine gute Idee. Vorher noch diesen Tieralk hochschicken. Dem können wir dann auch noch ein Fleisch geben. Ziemlich sicher. Ist ja so, dass man da jetzt jedem der sechsten Macht eins geben kann, offenbar. Zumindest jedem, den man direkt anwirbt. Nicht die, die da zusätzlich mitgenommen werden von denjenigen. Sehr schön. Sehr schön, ey. Scharfschützentrank, Geschicklichkeit. Ausgezeichnet. Ja, ich denke, das werde ich auch noch machen, weil ich habe jetzt wirklich nirgends eine andere Möglichkeit gefunden für diesen Warlord-Posten als diesen Typ, den man gleich am Anfang getroffen hat. Also wird das schon passen. Was haben wir denn da unten? Bühnenverschlag. Sind da noch welche? Du wirst mich noch kennenlernen. Ach nee. Habe ich wieder nicht ordentlich aufgepasst.
Trinkt man noch mal was? Ein wütender Bandit, der trinkt doch was, verdammt. Gedrückt habe ich. Aha, hat er resettet, aber... Das hilft ihm auch nicht. So, ihr Spinner, das war's mit euch. Haben wir schon so gern wütende Banditen, die den armen Jacks hier auflauern wollen. Nee, nee, nicht mit mir. Ah. Schweres Schloss. Haben wir das jetzt aus... Ich bin nicht gut genug. Ah, muss ich das andere Teil ausrüsten, ja. Okay. Mhm. Frage, ob das die erste... Nein. Oh je. Oh je. Das war wohl nichts. Das war in der Tat nichts. Ich habe keine Ahnung, wo geht's hier los. Oh Mann. Oh Gott. Das resettet alles gleich wieder. Okay. Nein. So. Und den und den. Okay, schön langsam. Ich glaube, dann den auch. Das war wohl nichts. Nein. Okay. Die zwei und die zwei. Den einen. Und die zwei da hinten. Jetzt aber. Was denn? Na also. Na also. Naja. Und eine magere Ausbeute. Aber gut, sei es drum, liebe Leute. Besser als gar nichts. Ach, und da wäre ein Schlüssel gelegen. Erratet mal, was der aufsperrt. Verdammt. Aber gut, die, was waren es denn? Zwei, drei Dietriche? Zwei, glaube ich. Auch egal. Auch egal. Ah, sehr schön. Noch eine Elex-Ader obendrauf. Immer her damit! Sehr schön. Gut. Ach, da hinten zeigt mir was Rotes auf dem Radar. Das gerade verschwunden ist, verdammt. Was zur Hölle? Haben die das gekillt oder was? Wer bist du denn? Der Felix. Hey du. Warte mal. Wer ich? Psst, nicht.
so laut. Was? Hier ist doch niemand. Das ist nicht ganz richtig. Wir sind hier. Buhu. Du siehst aus wie ein cleveres Bürschchen. Oh Mann, jedes Mal, wenn mir jemand so etwas gesagt hat, gab es Ärger. Was? Aber nein, ich will doch nur spielen. Du willst spielen? Hier draußen? Genau. Ich habe da ein großzügiges Angebot für dich. Eine Gelegenheit, die du nicht ausschlagen kannst. Ach was? Ach komm schon, wenn du jetzt noch mehr leere Phrasen absonderst, werde ich nur noch skeptischer. Musst du nicht, mein Freund. Musst du nicht. Es ist ein ganz einfaches Spielchen. Ich nenne es Doppelt oder Nichts. Okay, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Du willst mir mein Elixit aus der Tasche ziehen. Wenn du glaubst, dass ich jemanden wie dich übers Ohr hauen kann. Aber du siehst aus wie jemand, der ein kleines Risiko gerne eingeht, oder? Hör zu, ich erkläre es dir. Du setzt ein Elixit und ich stelle dir eine Frage. Ist deine Antwort richtig, zahle ich dir den doppelten Gewinn aus. Liegst du falsch, dann gehört der Pott mir. So, so. Also, wie wär's? Interesse? Ach ja, und bevor ich es vergesse zu erwähnen, meine Kollegen hier werden uns dabei Gesellschaft leisten. Sie sind immer so furchtbar neugierig und wollen immer überall dabei sein. Ach Mann. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Sieht so aus, als würde es gemütlich hier. Du sagst es. Also, was ist jetzt? Bereit? Ach, was für Idioten. Zerstörung zu niedrig. Du wirst an deinem Blut ersticken, wenn ich mit dir fertig bin. Oh Gott. Oh mein Gott. Ein Taschentrickbetrüger irgendwo in der Wildnis. Ist ja mal was Neues. Hey, hey, langsam, mein Freund. Pass auf, was du sagst. Erzähl mir lieber mal, was du jetzt tun willst. Oh Mann, das... Ich glaube, ich werde gleich laden. Das werde ich jetzt dann tun. Aber stell mal deine dämliche Frage, dabei. Du Penner. Stell deine Frage. Sehr gut. Dann musst du mir nur noch vorher sagen, wie hoch du einsteigen willst. Also, dann mal raus damit. Ach Mann, ihr... Wie hoch ist dein Einsatz? Ich glaube, hier wird gleich... Oh mein Gott, nein, nein, nein. Ich hätte hier kein Bierchen aufmachen sollen vorher. Mach mal hier ganz oder gar nichts. Es ist grauenhaft. Hier, 1000 Elixit. Soll sich doch lohnen. Ja, das ist der richtige Spirit. So liebe ich das. Dann legen wir mal los. Hier kommt die erste Frage. Die ist auch ganz einfach. Wer war zur Zeit des Krieges gegen die Alps der oberste Warlord in Edan, den alle nur den Pilger nannten? Keine Ahnung. Ragnar, was? Oh je, yeah, der oberste Warlord in Edan. Wer war in Edan? Waren da die Berserker? Ich glaube, da waren die Berserker und ich glaube, der Chef von denen war der Ragnar sogar. Hm? Warlord Ragnar. Tja, netter Versuch, ist aber leider falsch. Der gesuchte Name war natürlich Thorald. Dann machen wir gleich weiter mit der nächsten Runde, würde ich sagen. In Ordnung, mach weiter. Wie hoch ist dein Einsatz? Ach was. Gleich nochmal setzen. Hier, 1000 Splitter. Ich bin gleich hier, blank. Ich muss wirklich gleich laden. Und nun zur nächsten Frage. Die ist schon etwas schwieriger. Welche Gemeinschaft war in der Kuppelstadt von Abessa damals ursprünglich am Drücker, kurz bevor der Krieg gegen die Alps sich dem Ende näherte? Ursprünglich die Kleriker. Die Kleriker. Verdammt gut. Ich sehe, du kennst dich aus, was? Hier, dein Gewinn. Gut,
Kommen wir zur nächsten Runde. Ach was. Okay. Wie hoch ist dein Einsatz? Hier, 1000 Elexit. Alles klar. Die nächste Frage. Das wird knifflig. Am Schluss greifen die einen doch eher, oder? Der Name des ersten Elexitors, der damals im Krieg gegen die Alps auf dem Thron des Eispalastes saß. Oh Mann, Alter. Tarek? Pasek? Tarek. Na, scheiße. Sowas weißt du? Ich dachte, egal. Hier ist dein verdammter Gewinn. So, weiter geht's. Kürzen wir das hier ab. Es läuft sowieso auf eine Schlägerei hinaus, oder? Wieso? Juckt dir etwa das Fell? Ich glaube nur, dass es genau so ist. Hör mal, ich will keinen Ärger. Wie lange willst du das hier noch durchziehen? Du hast recht. Das ist langweilig. Kommen wir also zum Hauptgang ohne Umschweife. Mal sehen, wie du dich sonst so schlägst. Hey, Moment mal. Wenn du dich nur prügeln wolltest, warum dann das Affentheater und die Spielchen? Hey, du hättest jederzeit aussteigen können. Also, warum beschwerst du dich? Okay, ich verstehe. Machst du das bei deinen Kumpels auch immer so? Was? Wie meinst du das? Fragen wir deine Freunde doch mal nach dem letzten Spielchen, das du mit ihnen abgezogen hast. Sei besser vorsichtig, Freundchen. Typen wie du bescheißen jeden. Erst recht diejenigen, die sich ständig in ihrer Nähe aufhalten. Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt die Schnauze hältst. Wahrscheinlich sind deine Pfeifen zu dämlich dazu, zu verstehen, was ich ihnen damit sagen will. Oh mein Gott. Als würden sie so einen schrägen Vogel wie dir ja gar nicht erst folgen. Aber ich kann es ja mal mit einfacheren Worten versuchen. Was meinst du? Besser du verschwindest jetzt, bevor ich mich vergesse. Kein Problem, bin schon weg. Aber ganz schnell. Und besser für dich, wenn du mich nie wieder anquatschst. Dass das klar ist. Ach, und da ist jetzt was aggressiv. Ja, ist ja lustig. Ich glaube, ich werde trotzdem schnell laden, dass ich die zusätzlichen 1000 noch krieg. Mal wann kommt schon mal wieder so eine gute Gelegenheit, leichte 1000 Splitter zu verdienen, liebe Leute? Wenn ich mir gemerkt habe, was war das? Hey, du! Du! Ich überspringe das hier jetzt einfach, wir haben es ja gerade gehört. Okay. Du. Ja, da sagen wir auch nochmal das hier. 1000 Splitter, mein Lieber. Also, es war hier Warlord Thorald, sagt er. Warlord Thorald. Na, ich sehe schon, ich habe es hier mit einem Blitzmerker zu tun, was? Ja. Hier ist dein Gewinn. Soll ja keiner sagen, ich würde bescheißen. Okay. Hier. Die Kleriker. Gut. Okay. Hier, 1000. Wie? Und Tarek. Tarek. Na, scheiße. Sowas weißt du? Ich dachte, egal. Hier ist dein verdammter Gewinn. So, weiter geht's. Okay. Wieso? Hör mal, ich will keinen Ärger. Wie lange willst du das hier noch durchziehen? Du hast recht. Das ist langweilig.
Kommen wir also zum Hauptgang ohne Umschweife. Mal sehen, wie du dich sonst so schlägst. Hey, Moment mal. Wenn du dich nur prügeln wolltest, warum dann das Affentheater und die Spielchen? Hey, du hättest jederzeit aussteigen können. Also, warum beschwerst du dich? Okay, ich verstehe. Machst du das bei deinen Kumpels auch immer so? Was? Ja. Wie meinst du das? Fragen wir deine Freunde doch mal nach dem letzten Spielchen, das du mit ihnen abgezogen hast. Sei besser vorsichtig, Freundchen. Typen wie du bescheißen jeden. Erst recht diejenigen, die sich ständig in ihrer Nähe aufhalten. Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt die Schnauze hältst. Wahrscheinlich sind deine Pfeifen zu dämlich dazu, zu verstehen, was ich ihnen damit sagen will. Sonst würden sie so einen schrägen Vogel wie dir ja gar nicht erst folgen. Aber ich kann es ja mal mit einfacheren Worten versuchen. Was meinst du? Besser du verschwindest jetzt, bevor ich mich vergesse. Kein Problem, bin schon weg. Aber ganz schnell. Und besser für dich, wenn du mich nie wieder anquatschst, dass das klar ist. Ja, hervorragend. Der Abschluss von der Quest ist ja spitzenmäßig. Sehr schön, sehr schön. Das war ja jetzt richtig rentabel. 9000 Splitter hier. So, und was will uns jetzt hier angreifen? Irgendwas, was nett fliegt? Nett, ja, in der Tat, in der Tat. Ich find's auch äußerst nett. Ach ja, da ist es doch. Oh, und da drüben sind auch noch welche, die brauchen wir nicht dazu pullen. Wobei, es sind nur schwache Blutskallen, das wäre nicht so schlimm. Oh, ja, da sind sie auch schon. Ah ne, Stachelrücken. Gut. Nicht da hochfliegen, Junge. Alter. Ja, die Armbrust ist ja wirklich sowas von langsam. Unglaublich. Mal schauen, bis wir dort mal angelangt sind. Bei den Monsterjägern oder wie auch immer. Ist ja die Folge schon wieder rum. Kommen wir vielleicht doch nicht mehr in die Bastion. Da drüben wäre eine Elixidader. Allerdings kreucht da auch so ein widerliches, garstiges, grauenhaftes Viech rum. Die mag ich schon so gern. Aber egal, da schauen wir jetzt mal kurz hin. So viel Zeit muss sein, meine Damen und Herren. Mhm. Ach, wenn wir schon bei einer sind, schauen wir mal, ob wir was machen können. Ach, jetzt haben wir den okay, Idioten gepult, reicht's. Oder? Verdammt, wo ist er? Was?
Scheiße. Ja, ich bräuchte mal ein bisschen bessere Rüstung hier. Eine bessere Rüstung wäre in der Tat schwerst angebracht. Das ist ja elendig hier. Oh, da liegen lauter Leichen von Wegelagerern. Ja, siehst du mal. Bluthund, Wegelagerer. Na gut. Was habt ihr jetzt davon? Jetzt sind wir auch schon ganz in der Nähe von der Quest, oder ja, schon ist gut gesagt. Aber gut, es dauert so lang, wie es dauert. Ach was, und da drüben sind lauter, die haben ja gesagt, die jagen hier Felslibellen. Das wird schon da drüben, das werden schon diese sein. So, jetzt schauen wir mal. Anfertigen. Hier. Ach, das geht nicht. Nee. Die hier gehen. Da bräuchte ich auch nur 3 zusätzliche Geschicklichkeiten. Ja, Pfeile habe ich halt auch keine. Gut. Gut, gut. Das wäre das. Ein Schlafsack. Moment mal. Ach, da drüben ist die Elexader. Da haben wir Minen. Und da haben wir auch Minen. Nicht reinlaufen, Gute. Gut, dann zu guter Letzt auf zum Questgebiet. Muss man da schauen, dass wir denen helfen, mit den Libellen die zu fangen, anstatt die alle umzuklatschen oder wie. Mal sehen, lebt da überhaupt noch wer? Oder müssen wir sie doch töten? Ach! Mistvieh! Mistvieh, in der Tat, wo ist es denn? Ach, schon wieder so einer, verdammt! Na, tauch auf. Gut, gut. Ja, blöd, blöd. Ich sehe hier nur die Viecher, nicht die Jäger.
Ich glaube, ich werde die fast killen müssen. Wenn solche Viecher auch in der Arena sind, dann sollten die ersten Runden ja eigentlich kein Problem darstellen. Da haben wir eine schöne dicke Truhe. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ein leichtes Schloss. Sehr schön. Mhm. Gelber Stein. Kleiner gelber Stein. Verdammt. Ach was, die sind alle tot, oder wie, wegen so einem Scheiß hier. Hallo? Funktioniert das Ding? 1, 2, 3. Oh, die Ilka. Scheiß Klerikertechnik. Wir haben das Fleisch mit dem Mittel versehen, nur schlafen die Biester nicht ein. Im Gegenteil, irgendwie wirken sie unruhig. Ich sehe mir das mal an. Sieht nicht so aus, als ob Venyas Beruhigungsmittel funktioniert hat. Ja, das hat wohl die gegenteilige Verdammt. Wirkung gehabt. Keine der großen Gemeinschaften hat einen wirklich guten Plan gegen die Fremden. Hm? Wir werden uns etwas einfallen lassen müssen. Lustig, dass er das jetzt an der Stelle sagt. Die haben ja nicht mal einen guten Plan gegen die bescheuerten Felslibellen, Alter. Ist ja nicht zu glauben. Okay. Also das war ja mal der erbärmlichste Trupp Morgons, der überhaupt rumläuft, wa? Sachen gibt's. Gut, 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 gut. Es ist so, wie es ist, ne? Ach, hier fängt Grünland wieder an, ja. Oh. Oh, 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 oh. Nein, da laufen wir nicht hin. Da laufen wir gar nicht hin. Okay. Ja, doof. Da ist die Episode schon wieder so gut wie rum. Verdammt. Ja, da ist uns dieser dämliche Taschenspieler dazwischen gekommen. Oh, wow, wow. Aua! Gut.
Na, dann werden wir das mit der Bastion in der nächsten Folge erledigen und jetzt hier einfach noch ein paar Viecher plätten. Und dieses Beruhigungsmittel, das vermeintliche, scheint ja eher irgendein Aufputschmittel gewesen zu sein. Bescheuerterweise. Na jawohl, komm her da. Mach dich bereit. Ach du Arsch! Da schauen wir noch in die Bude. Ein Auto auf dem Grab. Oh je. Yeah. Dixie-Klo. Oder was? Die Lümmel, die vor uns hier waren, haben wohl wenig übrig gelassen, was? Aha, Audiolog. 4.7. Die Behandlung bei Ratte Nummer 5 hat angeschlagen. Sie ist auf dem Weg der Besserung. Endlich ein Durchbruch. Nun muss das Gemisch nur noch bei meiner Frau wirken. Aha. Tierversuche. An den armen Ratten. Hier haben wir noch einen Audiolog. Das siehst du mal. 23.06. Infizierte Ratte Nummer 3 wurde mit einem Kräutergemisch aus Stachelblüte, Kaltstachel und einer Mana-Pflanze behandelt. Anwendung fehlgeschlagen. Die Ratte ist verstorben. Ach nö. 28.06. Die infizierte Ratte Nummer 5 hat das Kräutergemisch mit dem Heilkraut gut vertragen. Vitalwerte verbessern sich. Okay. Eine echte Koryphäe auf seinem Gebiet. Da hat er die armen Ratten eingepfercht. Und hier hat er sie seziert. Der Gute. Nächste Notiz. 14.07. Der Trank zeigt keinerlei Wirkung bei meiner Frau. Ihr Zustand verschlechtert sich von Tag zu Tag. Hm. Sie spuckt Blut. Hat starkes Fieber. Ist zu schwach zum Laufen. Die Behandlung schlägt einfach nicht an. Er sollte da nicht die tote Frau auch wo rumliegen, da liegt der tote Heiler. Aber gut. Na, ah, schön, Trank des Kriegers. Ausgezeichnet. Hier haben wir den toten Heiler, wie gesagt. Rezept kleiner Heiltrank, 40 Zigaretten ausgezeichnet. Abschiedsbrief des Heilers, ich habe versagt. An denjenigen, der diesen Brief findet, es tut mir leid, ich habe keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Der Schmerz durch den Verlust meiner Frau ist einfach zu groß. Dazu kommt noch die aussichtslose Zukunft für meine Kinder. Ich habe uns erlöst. Ach nee, das ist ja da. Dann liegen hier irgendwo noch tote Kinder rum oder wie? Oder haben sie das aus den Altersfreigabegründen hier weggemacht? Ist ja ab 12 das Game. Na gut. Ja, dann werden wir es hier an der Stelle gut sein lassen für die Folge. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, wenn es heißt Let's Play Elex 2, liebe Leute. Bis dahin, habt recht viel Spaß und ciao.